Der Freddyside ist ein Integral für Fortgeschrittene. Wie die meisten Integrale ist der Trick ruhiger ohne Kugellager. Ihr könnt den Freddyside praktischerweise in kleinere Teile zerlegen und diese üben. Und ihr könnt euch auch nicht so leicht einen Folgefehler einfangen wie bei ähnlichen Tricks. Ihr beginnt mit einem offenen Suicide und werft das Diablo auf dem Schnurstück in den Darkside. Dabei geht die Nichtspielhand unten entlang. Achtet auf den Rhythmus des schwingenden Stabes für den Wurf. Habt ihr das Diablo im Darkside gefangen, bringt ihr eure Arme wieder in normale Haltung. Jetzt kommt als nächstes der schwingende Stab unter das Diablo. Die Nichtspielhand kippt den Stab vorne dran vorbei weg, sodass dieser Stab den anderen verfolgt. Die jetzt freie Nichtspielhand fängt den schwingenden Stab. An dieser Stelle könnt ihr einen Moment anhalten, um eure Gedanken zu sortieren. Schwingt das Diablo ein bisschen hin und her und lasst alles einmal um die Hand wirbeln. Während dieser Bewegung schiebt die Spielhand in der Schlaufe den kurzen Stab der Nichtspielhand im Kreis. Am Ende der Rundbewegung hält die Spielhand an, während die Stäbe weiterfliegen. Wenn der Faden in eurer Spielhand aufgeht, ist es Zeit, den unteren Stab mit der Nichtspielhand zu fangen. Dazu greift ihr euch den Faden unten und führt ihn weiter in der Kreisbewegung oder nach oben in die Spielhand. Gelingt euch das, seid ihr im Mini-Genocide angekommen. Dieser ganze Teil, das Timing und die Bewegung, ist sehr ähnlich zu anderen Integralen und mit der Zeit werdet ihr ein Gefühl für diese und ähnliche Tricks aufbauen.